Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück hier auf dem Sephiron-Plateau. Es gibt wieder einmal Doppelkämpfe gegen Horatio aus den Vereinigten Staaten. Damn, ich bin scheiße nass. Ich habe mir gerade auf die Schulter gespritzt. Nee, auf jeden Fall haben wir ein neues Team am Start für euch. Ich habe damit mal, ich würde mal behaupten, einen Testversuch gestartet und dieses Battle war absolut lustig. Oh, du kleiner dreckiger Noob, musst du wieder ohne Items so mit U-Bahn spielen? Es fängt schon wieder an. Wisst ihr, ich hatte ein richtig cooles competitives Battle, als ich das Testvideo gemacht habe. Und jetzt, und das habe ich natürlich nicht aufgenommen. Und jetzt bin ich einmal wieder in der Aufnahme und bekomme direkt wieder so einen Mongo, ey. Naja. Alright, dann machen wir das eben folgendermaßen. Was hat er denn alles da? Das ist ja interessant. Wir haben auf jeden Fall ein Choicebex Volcanion am Start, ein Xatu, ein Rotom Refrigerator. Wir haben ein Volbeat da, was sehr interessant werden kann. Ich würde einfach mal behaupten, wir starten mit Volcanion und Volbeat. Und dann nehmen wir noch Rotom mit. Und vielleicht Tangela. I don't know. Wir probieren es einfach mal, Leute. Ja, das wird wahrscheinlich kein allzu spannendes Battle werden, Freunde. Ich entschuldige mich schon mal dafür. Denn, ja. Ich habe so das Gefühl, dass mein Gegner nicht der kompetitivste Gegner ist, aber egal. Es ist ja so, dass wir, wenn wir auf dem Battlespot sind, sowieso 2 bis 3 Matches pro Folge machen. Das bedeutet, ihr werdet auf jeden Fall noch auf eure Kosten kommen. Oh, Kyogre und Ferrothorn. Wie schön ist das denn bitte? Alright. Wisst ihr, was das Coole ist? Dass Volcanion H2O-Absorber hat und das vergessen sehr, sehr viele Leute. Das bedeutet, Kyogre ist fast useless, denn es kann nichts außer Eisstrahl machen und Eisstrahl wird 4-fach resistet von Volcanion. Das heißt, Ferrothorn kann ebenfalls nichts machen. Ich kann zwar keinen Flammenwurf auf Ferrothorn klatschen, aber ich kann Dampfschwallen gespeckt drauf klatschen und es regnet gerade. Und das wird auf jeden Fall reichen. So, ich gehe jetzt mal für einen Schweifglanz mit Volbeat, denn Volbeat hat den Strolch. Das bedeutet, ich komme immer als erstes dran mit Statusattacken. Das bedeutet, wir boosten uns auf +3, hauen einen Dampfschwall raus. Denn ich glaube nicht, dass Ferrothorn das überleben kann. Damn, er überlebt es tatsächlich. Klar, weil er ist resistant, ne? Ja, stimmt. Es ist ja nicht sehr effektiv auf Stahl. Egal, auf jeden Fall. Dankeschön, H2O-Absorber. Oh, aber er trifft trotzdem, weil es mehrere trifft. Alles klar, das habe ich vergessen dann. Nice. Alright, Donnerwelle auf... auf ihn hier, auf den kleinen Boy. Okay. Alright, dann machen wir das anders. Ferrothorn ist mehr oder weniger eh raus. Kyogre könnte ein Problem werden, allerdings... ich habe da schon eine Idee. Ich habe da auf jeden Fall schon eine Idee. Ich gehe nochmal auf den Dampfschwall. Und hier gehe ich auf eine Staffette. So, denn wir können Rückenwind setupen. Wir können Staffette raushauen und den +3 passen. Und durch den Strolch interessiert mich die Para nicht. Wir kriegen +3 auf irgendein Pokémon, was jetzt reingeswitcht wird. Und am besten Fall ist es Tangela. Denn Tangela resistet die Ursprungswoge, hat den Evoliten und ist richtig, richtig bulky. Hab ich gerade... Das war ein Crit, oder? Das war kein Crit. Digga. Okay, ich habe den Dampfschwall verfehlt. Wie zum Teufel habe ich den Dampfschwall... Ich bin gerade überfordert. Verliere ich jetzt wirklich gegen diesen Boy hier? Verliere ich jetzt wirklich gegen diesen Typen hier? Warte. Warum habe ich gerade Dampfschwall verfehlt? Kann man Dampfschwall überhaupt verfehlen? Und warum tötet mich... Ich meine, Tangela. Ich habe das physisch defensive Tangela dabei. Damn! Ja, das reicht natürlich dann nicht, ne? Schade. Krass, dass er auf Eisstrahl geht. Hätte ich nicht gedacht. Aber in Ordnung.
Wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Ich würde behaupten, ich gehe mal auf Volbeat. Ah, das war ein Missplay. Ich hätte noch einen Switching gehabt dann. Egal. Leute, ich bin gerade aus der Fassung. Warte mal, warum habe ich meinen Dampfschwall verfehlt, please? Dampfschwall hat 95 Genauigkeit, seriously? Willst du mich verarschen? Und jetzt ist Ferrothorn drin und hat Egelsamen rausgebracht, oder wie? Alles klar. Okay, ich gehe auf Rotom, er wird niemals mein Dingens mit einem Eisstrahl angreifen und auf Rückenwind. So kann ich wenigstens noch alles outspeeden für die nächsten Runden. Ja, er wird vielleicht auch ein ne, Dingens gehen so. Ja, er wird auf jeden Fall für einen Eisstrahl auf Volbeat gehen, weil ne, die Egelsamen will er nicht wieder hochheilen. Oh, er hat den Donnerblitz, okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Rückenwind oben, haben leider nur noch zwei Pokémon, was ziemlich kacke ist. Aber es ist in Ordnung, Gyro. Oh, ich habe den Scarf und das ist sehr effektiv. Nee, ist es nicht. Weil Elektro Stahl resistet, richtig. Aber es macht trotzdem einiges an Damage, trotzdem Burn. Okay, dann kommt Vulkanion rein, wir outspeeden, wir haben den Scarf und wir haben einen Vulkanion im Rückenwind gegen einen scheiß Kyogre und Ferrothorn, die leider immer noch drin sind. Das ist so ätzend, Alter. Okay, will ich für einen Blizzard gehen oder will ich für einen Donnerblitz gehen? Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, was er dabei hatte. Ich gehe für einen Donnerblitz, ist mir jetzt wurscht. Und hier müssen wir uns entscheiden. Ja, ich kann eigentlich nur auf Dampfschwall gehen, ne? Ja, okay. So, wir outspeeden, wir sind gescarft und haben den Rückenwind. Leider reicht das nicht. Oh, das war ein Crit, Alter. Crit-Para. Damn. So, jetzt kriegen wir endlich das dreckige Ferrothorn raus, Mann. Meine Fresse, ey. Dankeschön dafür. Hätte schon längst sterben sollen, das Scheißding. So, und der kommt leider mit einem Eisstrahl durch. Auf Vulkanion. Ja, wie gesagt, wir resisten das ziemlich krass, ne? Yo, er kann keine Wasserattacken machen. Und Eis wird von uns beiden resistet. Das heißt, Kyogre ist in diesem Kampf total nutzlos. Eigentlich können wir uns richtig krass auf Diancie konzentrieren, so. Ne? Ich double einfach mal das Diancie. Dann gewinnen wir noch gegen diesen Drecksnoob, ey. Ohne Witz. Das kann doch nicht sein, dass ich hier verliere. God damn! Leute, übrigens, sorry, dass die letzten Tage so ein bisschen, ne, wenige Videos kommen und bla, ne, wisst Bescheid. Das ist einfach den Grund, dass ich gerade extrem busy bin und ich versuche dennoch so gut wie es geht, Videos zu bringen. So, bam, das war's mit Diancie. Nice. Er könnte auf eine Ursprungswoge gehen, aber das resistet Dingens. Rotom und Vulkanion wird geheilt. Also, Kyogre. Vulkanion ist so ziemlich der Hardcounter für Kyogre. Alter, das reicht einfach gegen Rotom? Egal, Dampfschwall klärt auf jeden Fall das Kyogre. Kommt nur darauf an, was das letzte Pokémon ist. Wir outspeeden. Oh, ein Xerneas. Oh, ich würde gerne für die Matschbombe gehen, aber eigentlich. Nee. Dampfschwall ist im Regen auf jeden Fall stärker. Mit Spec Step. Alright. Ja, das Kyogre kann eigentlich nichts gegen mich machen, wenn das Xerneas stirbt. Alter, alles Legis im Battle, Mann. Was ist das denn? So, das war's mit dem Xerneas. Wie gesagt, das ist ein Spext Step Dampfschwall im Regen von einem fucking Vulkanion mit Max Special Attack. Und ja, das war's, ne? Der Rückenwind, den brauchen wir nicht mehr, weil er kann mich weder mit Eisstrahl noch mit Ursprungswoge oder Unheilwoge. Ursprungswoge. Keine Ahnung, kann er mich killen, wie outspeeden. Töten Kyogre. Alter, also in diesem Battle hatten wir ein bisschen Pech, ne? Hatten wir ein bisschen Pech. Aber teils habe ich auch misplayed, weil ich dachte, yo, wir resisten die Ursprungswoge. Er geht zufälligerweise auf den Eisstrahl und naja, das war so ein bisschen Pech auf meiner Seite und ein bisschen doof gespielt. Aber gucken wir mal, was wir im zweiten Battle machen können. Nein, nicht speichern. Das hätte ich gestern mal speichern sollen, weil das war echt cool. Da ist ein Milotic reingekommen mit einem Voltenso. Ich habe
die Elektroattacke gedrückt. Er hat auf Voltenso geswitcht. Er hat den Voltabsorber bekommen und Milotic hat eine Wasserattacke, Siedewasser gespammt und mein Volcanion hat den H2O-Absorber bekommen und es war irgendwie es war ein sehr, sehr cooles Battle. Leider kann ich es euch nicht zeigen. Wir haben auf jeden Fall gewonnen und da ging die Strategie mit Volbeat auf jeden Fall auf, was es hier leider nicht ging. Due to... yeah. Unlucky. Unlucky Bastard. So, Alabama, okay. Miguel, oh Gott, schon wieder keine Item-Series. Kommt schon, Leute, was ist denn das hier? Es ist 22.46 Uhr. Wollt ihr mir erzählen, dass jetzt nur noch Kacknoobs online sind? Na egal, wie gesagt, man hat ja schon gesehen, was solche Teams anrichten können. Ja, Tangulos, was hast du für eine Spätzdev? Jo, deine Spätzdev ist definitiv nicht besser als die von dem Boy hier. Das ist ein bisschen doof. Ich habe keine spezielle Wall. Warte mal, Xatu war auch physisch. Nee, doch. Doch, Xatu war physisch. Alright, boah, wie leadet er? Zwei Feuer-Pokémon. Eigentlich kann ich gleich leaden. Volcanion ist ein super Lead, Alter. Volcanion ist echt gut im Multi-Battle. Das Problem ist halt, ja, sie haben zwei Feuer-Pokémon und ich habe viele, ne, davon so. Garados wird ziemlich krass gecountert, genauso wie Magnaen oder Electrobus oder, Dingens auch, Alter. Ja, okay, das passt auf jeden Fall. Komm, wir probieren es nochmal, Leute, wir probieren es. Wir fokussieren uns und probieren es nochmal gegen Miguel. Miguel. So, okay, das ist ein bisschen böse. Aber in Ordnung, gucken wir mal, ob wir das Blaziken wegbekommen. Ich kann eigentlich auf Dampfschwall auf beide gehen. Wird mir das Lucario gefährlich werden? Ehrlich gesagt, nein. Das Lucario kann ich noch relativ gut handeln eigentlich, ne? Was hat ein Xatu für Attacken noch gleich? Genau, die Psychokinese, den Ruhr... Okay, nee, das kann ich relativ gut handeln. Entweder mit Tangela oder mit Dingens. Ich gehe auf den Dampfschwall auf Blaziken, weil das Ding kann mir sehr gefährlich werden. Ich habe die Hitzewelle, ne? Ich könnte auf eine Plus-3 Hitzewelle gehen. Jo, probieren wir's. Ja, natürlich ist es Mega Lucario und Logok mit Temposchub. So, gucken wir mal. Hatte sein Logok überhaupt ein Item? Hatte das irgendwie ein Sash oder so? I don't know. Auf jeden Fall kommen wir jetzt auf... Okay, ein Nahkampf. Oh, das macht Damage, Alter. Das macht richtigen Damage. So, please outspeeden. Jawohl. Und er geht nicht für ein Protect. Das ist ein totes Logok, Alter. Ich könnte sogar noch Tailwind setupen. Wenn er mich nicht doubelt. Wenn er mich nicht doubelt. Electrobus. Electrobus. Okay. Das Electrobus kann ich relativ gut wegklatschen. Ich will outspeeden, auf jeden Fall. Will ich das risken? Will ich risken, dass Volbeat verreckt? Scheiß drauf, ich kann Volbeat immer noch reinbringen und habe immer noch den Dingens, ne? Okay, Stafette, machen wir. Ich habe immer noch den Focus Sash, ich kann immer noch Tailwinden, wenn ich unbedingt will. Gucken mal, was da reinkommt. Er wird wahrscheinlich jetzt für eine Elektroattacke gehen. Das Ding ist halt, mit Tangela resiste ich die und fresse alles, was die mir entgegensetzen. Der Nahkampf ist auch relativ, ne? Das lässt mich schließen, dass es ein offensives ist. Hier hätte ich halt noch ein bisschen mehr Defensive, hier, spezielle Defensive. Und ich könnte halt plus 3 Dingsen, aber nee, scheiß drauf. Ich gehe auf Tangela, ich probiere es mit Tangela. Tangela können wir immer noch raus und rein switchen, falls es Damage bekommt, um die Fähigkeit zu aktivieren. Aber er hat
Jetzt auf einmal greift er wieder speziell an, Alter. Das glaube ich ja nicht. Ladungssturz, was sind das denn das für... Was sind das für Sets, Alter? Kann mir das einer erklären? Oh, natürlich kriegt er die Para, Alter. Come on. Come on, Alter. Alles klar. Oh mein Gott. Alright. Ja, das ist super nervig, Mann. Was sind denn das für dumme Sets? Sets, die mich bumsen, ey. Ja, ich muss auf den... Scheiß drauf, ich muss auf den Schweifglanz gehen, so. Und ich gehe auf ein, mit einem plus 3 Gigasauger auf einen Electrobus. Ja, das Lucario muss noch etwas warten. Das tut mir auch leid an der Stelle, aber irgendwie auch nicht. Nahkampf auf Volbeat. Ich resiste den Nahkampf vierfach. Das bringt mich nicht mal zu meinem Sash. Und das ist ein fucking Mega-Lucario. Okay, er ist schon zwei Death Drops drin, ne? Elektroball. Okay, er geht auf Talangela. Wir resisten das und deswegen überleben. Oh, wir kriegen die Paare. Was ist denn mit dem Lack wieder los heute? Mann! Okay, Staffette. Es ist so lame wieder, ey. Ja, das ist cool, wenn wir Staffetten können, wenn wir keinen einzigen Drecksangriff rausbringen, weil wir wieder die Para bekommen mit einem fucking Ladungsstoß, ne? Das ist so lame wieder, ey. Egal, Xatu tankt irgendwelche Nahkämpfe oder, ne, ihr wisst Bescheid. Von daher, so. Vierfach resisted, wir sind physisch defensiv. Wir outspeeden leider nicht. Das ist das Problem. Außer er... Oh, bitte. Bitte töte mein Tangela. Bitte... Na, und er tötet es nicht, natürlich. Aber er tötet sein eigenes Lucario, okay? Lol. Und der Gigasauger kommt durch. Dankeschön. Plus 3 ist der... Oh, das reicht nicht, Alter. Tangela. Muss ein bisschen stärker werden, mein Freund, ey. Jo, jetzt kommt's drauf an, wer reinkommt und was outspeedet. Mighty Yena. Okay, cool. Das Ding kann alles, was ich habe... Ich gehe mal auf den Ruheort und zurück zu Volbeat, einfach um den Dingens zu aktivieren. Alter, das ist so ätzend, Mann. Das ist so ätzend. Diese random Sets, die haben nicht mal Items, die fick Pokémon, aber wir bekommen wieder instant die Para. Das Electrobus hätte schon längst weg sein sollen. Jetzt verlieren wir wenigstens unseren Flugtypen und können uns hochroosten. Tiefschlag geht auch immer daneben. So, Elektroball. Please aufs Volbeat, dankeschön. Das passt. Warte mal, du bist gar nicht Flug. Du bist nur Käfer? Okay, du bist nur Käfer. Das ist interessant. Eiszahn. Okay, wie gesagt, wir verlieren unseren Flugtyp. Wir sind defensiv. Du kriegst Beulenhelm-Damage des Todes. Das ist cool. So gefällt mir das auf jeden Fall. Damit kann ich arbeiten. Denn jetzt kann ich das Electrobus weghauen. Kann nochmal roosten. Ich outspeede alles. Das ist cool. Und kann danach mit einem plus 3, mit einer plus 3 Hitzewelle das Mighty Yena killen. Oder mit einer Kehrtwende. Oder mit hoffentlich Gigasauger. Bla, ne, ihr wisst Bescheid. Diese Kämpfe sind ungewollt spannender, als sie sein müssten, Leute. Tatsächlich sind sie das. Aber ich hoffe, ihr freut euch, denn ich habe durch den ganzen Umzug... Konnte ich nie aufnehmen und habe mir endlich mal wieder die Zeit genommen, irgendwelche Pokémon von irgendwo anzunehmen oder sie selbst... Oh Gott. Achso, ich dachte gerade, ich hätte verfehlt. Oder sie zu züchten und so weiter. Naja, wisst Bescheid. Oh, das macht ein bisschen Damage. Spukball auf dem... Was sind das nur für Sets, ey? Ja, und deswegen haben wir in den nächsten Battles wieder ein paar neue Pokémon. Macht euch drauf gefasst, Leute. Es werden sehr, sehr spezielle Sets kommen. Ich werde eine Series machen, in der ich jeden Part ein Pokémon mit einem sehr krass verrückten Set vorstellen werde und euch zeigen werde. Und hoffentlich werden die Battles klappen und das ein bisschen besser als diese hier. So, ich gehe von Schlafpuder. Ich habe keinen Bock auf Mighty Yena. So, plus 3 Hitzewelle müsste reichen. Jawohl, und das war's. Ja, wie gesagt,
Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, Freunde. Lasst einen Daumen da, wenn ihr euch auf die Series freut und wenn ihr die sehen wollt. Wie gesagt, jeden Part ein neues Pokémon mit einem super krass Anti-Meta-Set, was ich euch vorstellen werde. Und wieder ein paar Competitive Battles gegen euch, die Schlingel. Die Wi-Fi-Battles kehren zurück, besser denn je. Und zur Nuzlocke-Geschichte habe ich auch noch eine kleine Überraschung. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bye bye, euer Sephiroth.